Aloha, Namaste. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du mit mir das Leben feiern möchtest. Ja, doch das ein oder andere Video ja auch hier auf YouTube, weil ja nicht jeder unbedingt auf Instagram guckt, was hat der denn da gebracht. Und außerdem ist das immer nur 30 Tage verfügbar und dann verflüchtigt es sich. Und das finde ich schade. Und deshalb mache ich eben auch hier Videos in der Hoffnung, dass sie ein bisschen länger da sind, sodass Menschen, die einfach erst in 3 Monaten, 6 Monaten, was weiß ich, meinen Kanal entdecken, sagen, hey, das ist doch nicht schlecht. Habt ihr denn auch was für den heutigen Tag? Naja, gut. Für in der Zukunft habe ich noch nichts, weil ich ja erst vor kurzem damit gestartet bin, was das Leben feiern ganz speziell angeht, da Videos zuzumachen. Natürlich, meine anderen Videos haben auch irgendwo ja einen Grund, das Leben besser zu machen. Was könnte man denn heute feiern? Ja, du weißt, ich nehme mir diesen kuriose Feiertagekalender immer mal als Anregung und gucke drauf, oh, ist denn da was dabei? Und ja, ich habe das entdeckt, dass ich heute das Brot feiern kann. Also ich gönne mir heute mal mein Lieblingsbrot. Der Tag des Brotes, naja, und du sagst, was soll ich ja, ne? Ich habe schöne Erinnerungen daran, weil in meiner Kindheit gab es nicht so vieles Süßes, immer ne, um die Ecke. Ja, es gab unten schon einen Kiosk, aber man hatte ja auch nicht so viel Geld. Und dann, ja, war für mich immer etwas ganz Tolles, wenn meine Mutter dann schon von der Arbeit zurück war und dann konnte ich anschellen und sagen, ich hätte gern ein Butter. Und das war die Abkürzung dafür, dass ich ein Butterbrot haben wollte mit, ja, wunderbarem Zuckerstreusel. Und das zusammengeklappt dann, ah, oh, das schmeckte wunderbar. Besonders, wenn ich so wie das war, nicht viel gegessen hatte und natürlich wirklich Hunger hatte. Und dann hat mir das Brot ganz besonders gut geschmeckt. Mittlerweile gibt es so, ja, leider viele, viele Zusätze, wo ich sage, nicht jedes Brot ist mein Brot. Und vielleicht hast du das auch, dass du genauer guckst, okay, welches Brot könnte denn das Richtige für mich sein? Und dabei nicht nur nach der Zunge gehen, was du da schmeckst als erstes, sondern ein bisschen länger kauen und merkst vielleicht, ah, da ist aber irgendwie noch was drin, komisch. Und ganz ohne eben irgendeinen Belag, einfach nur das Brot so kauen. Ja, das könnte jetzt quasi ein Einstieg sein in deine gesunde Ernährung. Ja, und damit könntest du das Leben für dich nochmal feiern in der Form, dass es vielleicht ein wenig besser wird. Ja, aber noch, oh, heute ist noch der Tag der Feiertag, sehr, sehr kurioser Feiertag, aber ich finde ihn gut. Der Feiertag der Ex oder von dem Ex. Ja, wer weiß, wer heute von meinen verflossenen Damen diesen Tag feiert und sagt, ach, ich denke noch mal daran, wie gut es war, dass ich den Typen losgeworden bin. Ja, das dürfen Sie natürlich, ist ja klar. Weil wir haben irgendwann festgestellt, beim näheren Dasein, ne? Also wir sind irgendwie zusammengekommen. Da war sowas wie Anziehung.
Vielleicht auch nur auf körperlicher Ebene. Ja. Auf jeden Fall, ja, hat man jemanden gut gefunden damals. Und deshalb ist man zusammengekommen. Und deshalb ist man vielleicht auch länger zusammengeblieben. Und dann nach und nach haben wir festgestellt, ah, das war aber ne, so das Gesamtbild hat man dann wirklich herauskristallisiert und hat gemerkt, ah, das, was ich da so anfangs gesehen habe, in dem, das war wie die rosarote Brille auf und dann hast du erkannt, so nach und nach, oh, jetzt ist die Brille irgendwie weg, die rosaroten Gläser weg und jetzt kann ich den Typen, diejenige wirklich sehen, wie sie ist, wie er ist. Da, der. Ja, und jetzt sag ich mal auch. Du siehst hier meine Videos und dann weißt du ja noch nicht wirklich, wie ich mich im normalen Leben verhalte. Das heißt, wenn jemand jetzt mich auf meinen Videos gut fände und sagt, ah, oh, das ist aber ein toller Typ, ne? Und dann lernt sie mich kennen, kommt zum Beispiel vielleicht heute zum Feiern in meine Yogastunde und sagt, ja, da möchte ich mal hin, den möchte ich näher kennenlernen. Und stellt dann schnell fest, ja, doch, hat mir gefallen. Ja, ich komme wieder. Nein, ich komme nicht wieder. Ja, so kann es gehen. Und ich weiß nicht, was du für Lebenserfahrung schon hattest. Also, ja, ich habe eigentlich immer gute Erinnerungen aufbewahrt. Ja, es gab Zeiten dann, wo ich sage, ja, das war nicht so toll, so prickelnd. Und ja, von der einen oder anderen habe ich mich getrennt, weil ich merkte, wir passen da nicht zusammen. Und ja, ich finde das in Ordnung, wenn man das in einem vernünftigen Maße macht und dass man dann anschließend noch, ja, sich in die Augen schauen kann und ja, vielleicht sogar miteinander sprechen kann und nicht die Straßenseite wechseln muss, wenn man die Ex oder den Ex da kommen sieht, sondern ja, ein paar vernünftige, nette Worte miteinander sprechen kann, weil man ja, irgendwann so weit war, dass man ja, den Menschen ja gut fand. Sogar liebte. Und da sieht man eben das, was dann passiert, wenn wir die Liebe nicht wirklich die große Liebe da ansetzen, weil dann sehen wir die Grenzen des anderen Menschen. Aber wie gesagt, wir haben da meist ja nicht das komplette Bild sofort im Sinne und das darfst du auch dir klar machen heute und darfst einfach mal das auswählen, was dir Freude macht, was dich von innen her erfreut, dein Herz aufgehen lässt. Und dann, ja, muss das jetzt nichts Materielles wie so ein Brot essen sein, sondern könnte was ganz anderes sein, dass du diese Idee für dich entdeckt hast. Ja, ich kann ja jetzt mein Leben feiern, weil es so toll ist, dass ich lebe noch und habe die Chance, all das hier wahrzunehmen. Ich würde mich freuen, wenn ich dich natürlich heute Abend in meiner Yogastunde sehen werde. Und ja, falls du das Video später guckst, im Normalfall ist es der erste und der dritte Mittwoch in einem Monat, wo ich diese Stunde anbiete. Aber wir können natürlich auch eins zu eins miteinander arbeiten. Am besten erst einmal über Video. Und ja, dann schauen wir doch mal, wie wir dein Leben feiern können, wie du das feiern kannst. Das ist das, was ich dir anbiete. Wenn du gerade definitive Schwierigkeiten hast, weißt du, kannst du auf mich als Therapeut und Heiler und Coach zugreifen. Da bin ich weiterhin noch für dich da.
Danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir alles, alles Gute für diesen Tag. Fühl dich geliebt. Bitte, bis dann.